Hallo Leute, herzlich willkommen zu GPL Season Nummer 9, Spieltag Nummer 1 gegen den guten Mo und seinem Team Royal Bluff. Ich bin schon sehr nervös, muss ich sagen. Wobei es geht, ich glaube, ich war letzte Season nervöser. Wir haben ein sehr gutes Team dabei, schaut auf jeden Fall das Teambuilding an, wenn ihr wissen wollt, was wir so alles gegen den guten Mo dabei haben, wieso, weshalb, warum. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Es ist wirklich Lickitung dabei. Ich breche. Aber na gut, das meiste, was ich gesagt habe, was nicht kommen wird, ist auch nicht dabei. Kikli ist auch nicht dabei, was tatsächlich eine sehr gute Sache ist, nachdem ich ein bisschen vor dem gepanikt habe, wie es der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, mit wem leaden wir? Weil sein Lead wird wahrscheinlich Coco, Incineroar, Seismitoad sein, I guess. Also gegen Coco und Incineroar ist natürlich unser Pickup ein toller Lead. Gegen alles andere nicht so. Also gegen Seismitoad wäre es natürlich Leibniz. Also straight up Leibniz einfach. Deshalb überlege ich, ob wir einfach mit Lando leaden. Und ich glaube, da der Lando Lead in den meisten Fällen gut für uns ausgehen wird. Wobei eigentlich ist für ihn halt jeder andere, also eigentlich ist für ihn der Seismitoad Lead mega free. Und er kriegt dann direkt Rocks, was ich auch nicht so geil finde. Gegen Coco und Incineroar haben wir Dinge, die wir tun können. Ich würde sogar mit meinem Kargoron hier leaden. Einfach den Seismitoad Lead direkt predicten. Ist, denke ich mal, eine Sache, die man hier machen kann. Weil, dass ich mit Lando leade, ist halt so freaking obvious. Weil das halt einfach stark gegen Coco und gegen Incineroar ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass er damit leaden wird. Ich hoffe es jetzt, besser gesagt, zumindest einfach, weil das wäre durchaus nervig. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das funktionieren wird. Wir gehen ins Claw-Stadium rein und Joker kommt in Lead. Das ist Latias. Das ist komplett okay für mich. Kargoron ist so ausgelegt, dass es potenziell sogar das Matchup gegen das Teil gewinnen kann. Deshalb ist es überhaupt nicht schlimm. Ich überlege, ob wir hier direkt einfach Rambos klicken. Oder hier direkt auf die Egelsamen gehen. Ich weiß halt nicht, ob er direkt Damage auf dem Latias haben will. Maybe will er auch direkt Damage auf Kargoron haben. Ich würde ganz gerne eigentlich auf die Egelsamen gehen. Was hat er denn zum Reinwerfen? Seismitoad nicht, Aegislash nicht, Fuego kann halt reinkommen und auch Licky Licky. Deshalb, das sind alles so okaye Switch-Hands. Deshalb, wir gehen einfach mal auf den Rambus, denke ich. Falls hier wirklich Donnerblitz kommt und der kommt, da können wir auch gleich mal ein bisschen was rausfinden. Das ist nicht so krass offensiv. Und wir kriegen gleich mal einen Heavy Rambus raus. Ein richtig Heavy Rambus. Das war gar nicht so heavy, wie ich das gerne gehabt hätte. Das bedeutet, das ist potenziell ein physisch defensives Latias. Weil ich glaube nicht mal, ja, sogar gegen Max HP würde ich mehr machen eigentlich. Und dann würde ich jetzt, gehen wir auf den Wechsel. Ich meine, wir haben Donnerblitz gesehen. Das heißt, der Special Attack, lass mich mal kurz gucken, wie hoch ist denn der Special Attack von diesem Latias? Ne, nicht die Donnerwelle, ich brauche den Donnerblitz. Ja, wir sind auf 258, da kann ich jetzt die Prozentzahlen auch nicht so gut schätzen, muss ich sagen. Das sind roundabout 35, das heißt, er hat ein nicht volles Special Attack Investment. Heißt, eigentlich verliere ich wenig, wenn ich jetzt einfach mal in Spekulatius gehe. Sollte er weiter Donnerblitz drücken, fangen wir das Ganze gut ab. Wir kriegen danach einen Knockoff raus. Egal was, kriegt sein Item abgeschlagen und das finde ich eigentlich wunderbar. Deshalb ist das ein Spielzug, der mir schon sehr gut taugt. Donnerblitz kommt und das sollte recht wenig machen. Ja, das macht gefühlt gar nichts. Das ist sehr lecker. Und wir gehen halt logischerweise auf den Abschlag. Wir verlieren damit nichts. Wir haben jetzt die Info, dass das ziemlich sicher mindestens Max HP ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch, dass hier auch noch physisch-defensives Investment mit drin ist. Also ein sehr bulkiges Latias. Donnerblitz ist bisher der einzig bestätigte Move. Ich glaube nicht, dass das ein Choice-Lock-Set ist, also ein Wahlschal-Set. Wäre, fände ich, sehr unwahrscheinlich. Ja. Und durch Kargoron haben wir schon mal einiges an Infos bekommen. Es wäre sogar Reflektor. Okay, damit habe ich kein bisschen gerechnet. Das ist ein Move mit der Cobra Berry. Wegen mir ist das in Ordnung? Mit wem will er denn den Doppeltänzer spielen? Maybe mit Aegislash? Und dann mit Shadow Ball quasi da durchzimmern? Das könnte tatsächlich eine Überlegung sein.
Jetzt bin ich sogar gewillt, in meinen Milotic zu wechseln. Einfach nur, um zu gucken, was jetzt sein nächster Spielzug ist. Weil Reflektor ist ganz interessant. Das Eggslash macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, dass eben genau diese Strategie kommt, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er den jetzt reinwechselt. Andererseits, gewinnt der dann gegen Drapion am Ende? Ich weiß es gar nicht. Gewinnt der dann überhaupt? Eggslash auf plus 2 in der Blade-Form. Hat halt dann keinerlei Investment groß mehr. Flash Cannon. Ich glaube, wir greifen ihn jetzt trotzdem einfach nochmal an, vor allem weil mir die Zeit ausgegangen ist. Aber Flash Cannon würde reichen dann. Aber er geht einfach auf Recover. Okay, ich bin leicht verwirrt von dem Set, weil ich halt gar nicht damit gerechnet habe. Und wir halt jetzt einfach Crunch drücken und wir kritten. Das ist absolut lucky. Ach du Scheiße, ist das lucky. Oh mein Gott, das beginnt schon wieder so. Oh, es tut mir leid, Mo. Naja, es tut mir so halbwegs leid. Ich finde das natürlich super gut. Latias einfach straight up weg ist eine super gute Sache. Aber dass das so early im Match passiert, ist super nervig für ihn. Ich weiß halt nicht, was mit Reflektor noch hätte groß passieren sollen. Er hätte machen können, wollen, tun. Aber das ist halt eine Sache, die super lucky für uns ist. Ich weiß nicht mal. Ja doch, ich glaube, das ist alles egal, ob wir mit einer Max Roll oder nicht. Ich glaube, das ist recht irrelevant. Der Knockoff-Damage davor. Ich meine, da war sogar eine Cobra Berry drauf. Stimmt. Das habe ich sogar gar nicht bedacht. Aber das bringt uns natürlich jetzt gigantisch weit nach vorne, muss man sagen. Gigantisch weit, vor allem, weil ich jetzt immer noch mit diesem Drapion einen absolut geilen Coco-Check habe. Also wirklich einen absolut geilen. Und wir werden natürlich direkt in Leibniz hier gehen. Also, dass wir jetzt hier einfach in unser wunderschönes Kargoron gehen, steht, denke ich, außer Frage. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts hinterfragen. Seismitoad macht uns nicht wirklich was. Der macht mir jetzt auch, momentan macht er mir noch nicht viel Angst. Wir müssen natürlich immer noch aufpassen, aufgrund der Weakness Policy von Eggslash. Das ist immer noch eine Sache, vor der ich ein bisschen Angst habe, muss ich gestehen. Deshalb schauen wir da einfach mal, wie das so wird. Und ich würde sagen, das Beste, was wir hier machen können, sind einfach mal Egelsamen rauszulegen. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Dass hier Tarnsteine kommen, war eine Sache, die abzusehen war. Wir haben halt jetzt noch offensiv sowie defensiv keinerlei Infos über das Branabat. Und er geht einfach auf Knockoff. Das finde ich sehr schade, weil ein Giga Drain den einfach so viel Damage gemacht hat. Da kommt der Crit zurück, der recht relevant ist. Und wir kriegen halt die Egelsamen da drauf. So, jetzt ist die Frage, wird er wechseln, wird er nicht wechseln? Weil hier durchaus gut auch das, Incineroar reinkommen kann. Das heißt, Dual Leech Seeds wären hier eine Option, die ich durchaus erwägen würde. Wenn er hier aber allerdings einfach drin bleibt, wäre natürlich Gigasauger der Play. Und da ich schon so low bin, weiß ich nicht, ob er sich jetzt hier für den Incineroar Switchout entscheidet. Klar, wir haben ihn jetzt geseedet. Ja, ich glaube, dadurch, dass er geseedet ist, wird er wechseln. Aber ich glaube, Gigasauger ihm zu zeigen, nee, wir haben alles richtig gemacht. Gigasauger wird kommen. Da ist, glaube ich, kein Rindleberry drauf. Wir leben das nicht, weil es wieder ein Crit ist. Was ist hier los? Das ist tatsächlich unfassbar schlecht, muss ich gestehen. Das gefällt mir gar nicht. Weil jetzt der Gigadrain den richtig viel Damage gemacht hätte. Reflektor ist jetzt natürlich zu Ende. Das ist wiederum sehr gut. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen fast in Kippfall gehen. Oder? Weil, boah, der Crit ist richtig nervig, ne? Ach du Scheiße, das fängt mir gar nicht gut an. Wir dürfen halt nicht unser Item hier rauf verlieren. Wobei, actually, ist es okay an dem Punkt, das Item zu verlieren? Dadurch, dass Latias weg ist, ist es, glaube ich, sogar in Ordnung. Deshalb überlege ich sogar, ob ich das mache. Ob ich in Cookie gehe, einfach Triplette drücke. Oder in Kippfall gehe. Ich weiß nicht, wie viel Kippfall noch machen wird. Er kann schon gut noch was machen und ich will potenziell noch mal was wegtricken. Das heißt, wir müssen leider in diese passivere Form gehen und Milotic reinwerfen. Das gefällt mir eigentlich absolut gar nicht, aber ich sehe leider momentan keinen anderen Spielzug. Das ist super nervig und wir müssen ja auch auf Toxin gehen. Er könnte in Eggslash gehen, ich glaube es aber eher weniger. Das gefällt mir gar nicht. Der Giga Drain wäre so wichtig gewesen, wir hätten so viel Damage drauf bekommen. Und es wäre einfach alles so viel schöner gewesen, ne? Das ganze Leben, ne? Es hätte so viel schöner sein können. Und er geht auf die Blattgeise. Okay, die misst leider nicht. Das hätte ich mir jetzt schon gerne mitgenommen. 344 macht richtig viel Damage. What the fuck? Kriegt Gott sei Dank Beulenhelm-Damage. Leftovers plus Toxinisierung ist halt da.
Ja, ich glaube, wir müssen. Also, wir müssen. Wir haben halt die Leech Seeds noch. Stimmt, die hätte ich jetzt sogar komplett vergessen. Also, mit denen stehen wir halt so viel besser da und wir recovern halt jetzt auch einfach. Ich denke, das ist relativ klar. Da haben wir nicht wirklich irgendwie eine andere Wahl. Weil wir brauchen dieses Milotic noch einigermaßen voll. Bloodgeist in Knock of Rocks, das bedeutet, er hat keinen. Und Liquidation, das heißt, er hat tatsächlich keinerlei EQ auf dem Set. Was so viel bedeutet, wie das Cinder-Ace im Endeffekt den sogar beat. Nee, vergesst das Liquidation, haben wir ja gesehen. Vergesst alles. Aber Drapion steht tatsächlich sehr viel besser gegen ihn da als erwartet. So, dass hier Ricky kommt, war jetzt nichts, was mich jetzt sonderlich irgendwie in irgendeiner Form überrascht, muss ich gestehen. Wir müssen halt jetzt gucken, wie wir genau weitermachen. Weil ein Donnerblitz wird halt verheerenden Damage. Oh, dass dieses Seismitoad noch so steht durch den Crit, ist halt super nervig. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade. Ja, ist halt ein Revenge-Crit, kann man nichts machen. Gehen wir einfach in Pickup. Gibt es irgendeinen Grund, irgendwas anderes zu tun? Ich gesse nein. Ich meine, da könnte direkt auf die U-Turn gehen, dann kommt Seismitoad. Das Ding ist, wir sind schneller als Seismitoad und U-Turnen. Also am Ende ist das okay. Und wir kriegen ein paar Infos über Coco. Ich glaube, Infos über Coco zu gewinnen ist auch eine Sache, die ich sehr gut finde. Auf Aegislash wird ziemlich sicher noch eine Antibeere liegen. Feuer oder Boden. Naturzone kommt. Und es misst. Ja, das ist auf jeden Fall also grandios, muss man sagen. Also das ist ein erster Spieltag, wie man ihn doch haben will, Freunde, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich hier defoggen will, wenn ich ehrlich bin. Das Seismitoad ist so angechippt, dass EQ, glaube ich, hier viel besser ist. Guckt euch Mo's übrige EQ-Switch-ins an, die sind nicht vorhanden. Lickitung kann kommen, dann kriege ich aber defog und bin sogar gewillt zu überlegen, ob wir hier noch rocken danach. Blank kommt, das heißt, das ist Lickitung, oder? Wie viel macht ein EQ? Lass mich doch mal gucken. Und EQ macht. Ja, ganz guten Schaden, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was für ein Item der zwanghaft trägt. Ich würde jetzt hier wahrscheinlich anfangen, oder was heißt anfangen, aber hier einmal das Auflockern klicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Wunschtraum, eigentlich muss er sogar hier Wunschtraum drücken. Deshalb ist das jetzt erstmal okay. Und dann gucken wir mal, was er macht. Ausweichwert sinkt, ist relativ egal. Electric Terrain ist auch weg, ist mir auch Wumpe. Und er geht auf den Wunschtraum. Ja, das war abzusehen, wie gesagt. So, jetzt ist halt die Frage, können wir in irgendwen wechseln, der das Matchup ein bisschen angenehmer für uns gestaltet? Milotic im Endeffekt, der könnte mich toxinisieren, das fände ich nicht ganz so geil. Wir gehen, denke ich, auf eine Kehrtwende oder legen selber Tarnsteine. Tarnsteine wären schon sehr schmackofatz. Ich habe halt gar keinen Bock vom Body Slam jetzt in irgendeiner Form eine Para abzubekommen, weil die könnte mir nochmal einiges versauen. Und Rocks wären aber auch gut Progress, muss ich sagen. Wir könnten auch einfach EQ drücken, tatsächlich, weil das Matchup in unserem Gunsten an dem Punkt ist, wo wir das sogar machen könnten und der nicht so viel gegen heilt. Ich wäre sogar. Ich meine, was will er groß gegen Milotic machen? Eigentlich macht er nicht viel gegen Milotic. Ich will jetzt auch herausfinden, ob der einen Beulenhelm trägt oder ich mit einer Citrus Berry rechnen muss. Und ich. Ja, gut, wenn, dann hätte ich sie jetzt getoppt und es kommt gar kein Item. Das spricht ein bisschen für mich für ein Choppelberry-Set tatsächlich, also die Antikampfbeere. Und er geht auf einen Geowurf. Das wird 100 KP Damage machen, was nicht gerade wenig ist, muss man sagen. Nee, vergesst es. Macht doch nicht so viel Damage. Bin ich dumm? Ja, ich glaube, ich habe einfach gerade Bullshit gelabert. Das kann auch sein. So, und jetzt ist halt die Frage, toxinisieren wir den? Drücken wir Ice Beam? Wir können auch einfach mal recovern. I guess Toxin als erstes ist maybe der. Nee, ich glaube sogar, ich will in einer guten KP-Range bleiben und gehe erstmal auf eine Genesung und gucke, was er macht. Er ruft zurück, geht er in Seismitoad? Weil das wäre ja im Endeffekt okay für mich. Er geht in Flush, das ist Seismitoad. Ja, das ist, wie gesagt, ein Matchup, das okay für mich ist. Der kann ja jetzt meinen Beulenhelm abschlagen. Das soll er von mir aus auch machen. Deshalb passt das. Ich werde hier einen Teufel tun und Scald drücken. Also, das wird nicht passieren. Das garantiere ich euch. Aber dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam. Aber wir drücken Eisstrahl, ne? Es steht außer Frage. Es steht komplett außer Frage. Icebeam wird abgefeuert. Ich weiß nicht, ob Lickitung die Healbell trägt. Es wirkt momentan nicht so. Icebeam macht eigentlich ganz guten Damage. Knockoff kommt. Wunderbar. Ich meine, klar, wir verlieren jetzt unseren Rocky Helmet. Aber ich glaube, Toxin-Damage. Ah, wobei mit Leftovers.
weiß ich gar nicht, ob der nächste Ice Beam ihn rausnimmt. Und dann ist Recover, glaube ich, die sicherere Variante. Doch, der nächste Ice Beam sollte reichen. Das sieht danach aus, als würde der nächste Ice Beam reichen. Deshalb feuern wir den noch ab. Ich weiß, er kann in... Also er könnte in den Incineroar gehen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ihm das bringt. Er könnte auch in Aegislash gehen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ihm das so viel bringt. Andererseits, Aegislash wäre sogar eine Option, aber dann hätte er das früher machen sollen, um meinen Scald zu baiten, dass H2O-Absorber getriggert wird. So wäre das wahrscheinlich eine sehr gefährliche Situation geworden. Das habe ich Seismitoad dafür sehr low bekommen. Das finde ich wiederum sehr, sehr gut. Er überlegt wahrscheinlich, ob er Aegislash, Maybe oder Seismitoad reinwerfen will. Und er wechselt auch raus. Ja, Eisstrahl ist, denke ich, trotzdem das Beste. Und Ace kommt rein. Das ist Tapu Koko, auf den ich diesen Eisstrahl auch nehme. Weil das potenziell der Chip-Damage sein kann, den ich mit meinem Scarf Porygon Z brauche. Wir müssen halt immer noch... Lickitung plus Aegislash ist super nervig. Ich meine, wir haben immer noch die Möglichkeit, via Agilität ein bisschen... Also, das ist also... Freunde, wenn ihr einen hexigen Auftakt sehen wollt, ihr seid hier goldrichtig willkommen bei Downy Downstar, präsentiert euch Hex vom Allerfeinsten, aber heute. Heute richtig vom Feinsten. Heute gibt's die Hex... Schmackofatz, sage ich da. Ist immer noch eingefroren. Ich bin ehrlich, ich werde es jetzt zu meinen Gunsten nutzen und ich glaube, ich werde... Wobei, lohnt sich Tarnsteine an dem Punkt überhaupt noch? Ich meine, das eine Ding wird die Boots tragen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt Seismitoad abwerfen wird. Deshalb sind, glaube ich, sogar die Tarnsteine mein bester Play. Er ruft zurück, geht er in Seismitoad, oder? Er geht in Blank. Das war das... Das war der. Ich weiß gar nicht, ob das zwanghaft sein Play war. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt die Rocks. Und dann drücke ich jetzt, glaube ich, einmal mal EQ. Und dann force ich ihn potenziell sogar zu protecten. Ich versuche allgemein, den jetzt einmal mal low zu halten. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Da könnte auch eine 33% Beere drauf liegen, fällt mir gerade auf. Ja, Tarnsteine können auf jeden Fall nochmal sehr gut sein. Kratzen potenzielle Sashes von einem Aegislash an, das den nicht haben wird. Aber hey, so, EQ kommt. Wie viel macht das? Ein nächster EQ könnte eine Damage Roll sein, je nachdem, wie er das macht. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob er hier direkt danach protected. Eigentlich sollte er protecten. Ich weiß nicht, ob er das tut. Das heißt, wir gehen einfach mal hart in Milotic raus. Ich denke, damit verlieren wir nichts. Wir können dann auch einfach auf Toxin gehen und dann drücken wir weiterhin Eisstrahl. Wobei wir damit eigentlich ihm wieder die Öffnung für Aegislash geben, wo ich nicht weiß, ob ich das so geil finde. Maybe wäre es sogar einfach weiter angreifen gewesen. Aber im Endeffekt komme ich damit halt nicht wirklich weiter. Ich meine, wir finden jetzt noch heraus, ob er überhaupt Protect besitzt. Wenn er das nämlich nicht hat, dann... Also er muss jetzt hier Protect eigentlich. Ja, wobei, wenn er jetzt gekalkt hat und herausgefunden hat, dass das nicht reicht, was ich nicht weiß, dann muss er nicht Protect. Aber ich glaube, Mo ist einer, der an dem Punkt... Konter! Hoho! Das ging ja aber gerade nochmal gut aus, du. Huiuiui. Okay, gut zu wissen. Gegen High Jump Kick lieber, oder? Ist maybe trotz allem die Antikampfbeere drauf. Ja, wir toxinisieren einfach. Wenn ich jetzt ein Toxin auf den drauf bekomme, dann nehme ich das auf jeden Fall. Konter war tatsächlich eine Sache, die ich durchaus considered habe, dass die kommen kann. Jetzt haben wir echt viel Info. Seismic Toss? Counter? Ich gehe... Ja, wir müssen Toxin, mein Gott. Ich bin ehrlich, ich erwarte gar nicht mehr, dass ich das Ding hitte. So, und da er jetzt natürlich Wish drückt, müssen wir an dem Punkt den Eisstrahl klicken, damit er nicht zur Not sein Dings wieder hochheilen kann, sein Seismitoad. Ist jetzt ein bisschen nervig. Ich überlege gerade, ob ich das hier irgendwie besser machen kann, als wie wenn ich jetzt, ne, hier den irgendwie versuche zu stallen oder so eine Kacke. Aber ich glaube, wir müssen dieses Milotic-Schlobleck-Matchup hier jetzt an dem Punkt spielen. Und ich muss halt einfach versuchen... Er ruft zurück. Oh Gott, bitte geh in Seismitoad. Flush, war das nicht sogar Seismitoad? Wunderbar, ich glaube, Ice Beam killt den. Ja, durch Rocks dürfte es eigentlich ziemlich sicher killen. Ice Beam kommt und damit dürfte Seismitoad tot sein. Und vor allem, wundervoll, geht auch der Move ins Leere. Das ist eine 1A-Runde für uns. Spitzenmäßige Runde. Ja, lief sehr gut. Wish ist halt weg. Lickitung ist, glaube ich, noch ganz leicht angeditscht. Ist nicht mega krass, aber leicht. Das nimmt man auch mit. Und langsam... Verlierter Monsti gegen Milotic verlieren. Gewinnen, meine ich. Also, er hat immer mehr Monsti gegen Milotic verlieren. Wobei, ich möchte noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Ich habe noch ein bisschen Schiss vor Aegislash.
Da muss ich immer noch sehr vorsichtig sein, aufgrund des potenziellen Schwächenschutzes, den ich triggern kann und mir damit noch einiges versauen kann. Aggieslash in Kombination mit Schlupfleck ist auch immer noch eine Sache, die ich gar nicht geil finde, muss ich sagen, dass die beide da sind. Ace kommt. War das das Coco? Ja. Und dann gucken wir mal, wie lange Coco noch vorhat, still zu stehen. Ich meine, sind wir ehrlich, Coco und ich, ne, uns verbindet auch ein bisschen was, ne? Letzte Season, Season 8, waren Coco und ich Handschlag mit Naturzorn-Set. Dementsprechend dachte sich Coco, ich kann ihm das nicht antun, auch wenn das natürlich die Shiny-Form ist und ich immer die normale Form gespielt habe, ne? Kleine Randanekdote an der Stelle an letzter Season. Wir werfen natürlich Lando T rein, ich glaube, ich brauche hier eigentlich gar nicht mehr erzählen, dass wir den da reinwerfen, das ist ja gar keine Überraschung. Er ist gefreezed oder drückt Nature's Madness, eins von beiden wird passieren, er ist immer noch gefreezed. Es ist einfach, also was ist denn das heute? Wir haben auf jeden Fall viel mehr Hex für uns bekommen, ne? Das möchte ich gar nicht bestreiten. Also an dem Punkt, an dem Kargoron weggehext wurde, dachte ich mir so, je nachdem, wie das, wenn da jetzt hier bei Schlupfleck und so kommt, könnte das nochmal schwierig werden. Weiß ich nicht. Aber so dürfte das passen. So, das Schlupfleck kommt wieder. Kriegt nochmal ein bisschen Chip-Damage. Das ist doch sehr nice. Wir gehen auf das Erdbeben. Ja, und jetzt muss ich halt einfach gucken. Er könnte jetzt halt Konter drücken. Und das möchte ich nicht. Also quasi in der Form. Ich möchte jetzt nicht, dass er, ne? Deshalb gehen wir auf die Kehrtwende, dass er sich hochhält. Entweder wischt er oder er drückt Counter. Und ich glaube, den Konter frisst mir hier am liebsten. Boah, eigentlich niemand von diesem Spielfeld. Aber ich denke, wir können hier an der Stelle Twix reinschicken. Und ein bisschen offensiven Druck aufbauen. Weil so wirklich was reinwechseln kann er an dem Punkt nicht in den. Und er geht auf den Wunschtraum, okay. Jetzt ist natürlich die wichtigste Info. Ich weiß, ja, wobei Lando hat schon so viel mit EQ immer gemacht. Wenn mein Lando gegen dieses Lickitung eigentlich genug Damage macht, sollte auch Libalo genug Damage machen. Nicht Lickitung, das ist ein Licky Licky. EQ hat immer roundabout 30 gemacht, das spricht nicht gerade für ein physisch defensives Set. Dementsprechend, High Jump Kick würde natürlich mehr machen, aber Pyro Ball macht auch 31 gegen das Set. Das heißt, das sicherste, was wir hier machen können, ist es, den Feuerball zu klicken. Wenn es Incineroar kommt, dann ist alles gut, er geht auf den Protect, das ist komplett fein für mich. Damit kennen wir jetzt das komplette Set, das ist okay. Feuerball geht halt ins Leere, logischerweise. Ich gehe aber davon aus, dass, ja, er kriegt halt Wish. Geht er auf den Double Protect hier? Nee. Er wird wieder auf Wish gehen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder die Kehrtwende klicken. Ach du heilige Scheiße. Und dann gehe ich jetzt in mein Milotic und dann wird toxinisiert. Weil ansonsten stehen wir hier noch Jahrhunderte da und da habe ich gar keinen Bock, dass Wish Protect Licky Licky meint, jetzt hier Radau machen zu müssen und was weiß ich, wer ist, dass er das jetzt so gut hinbekommen wird. Nee, 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 mein Freund, das funktioniert hier nicht so. Weil High Jump Kick wird an dem Punkt nicht ausreichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Chopperberry ist immer noch sehr hoch. Wir haben, außer ich bin blöd und wir haben den irgendwann genockt. Aber ich meine, wir haben das Item immer noch nicht gesehen. Deshalb ist hier auf jeden Fall Kippfall der Play. Und dann gucken wir mal, ob er nochmal wischt. Ich weiß ja nicht, ob er den so angechippt lassen will oder nicht. Er geht auf Counter, das ist okay, I guess, weil ich recover halt jetzt. Es zieht sich hier gerade ein bisschen, ich weiß, aber es geht halt einfach gerade nicht anders. Wir recovern an dem Punkt. Er kann versuchen, wieder Coco reinzubekommen. Das wäre dann erstmal okay für mich, weil Milotic halt einfach noch recht viele Mons handeln kann. Und das, damit meine ich Incineroar plus den anderen Bulli da. Und er geht jetzt auf den Wunschtraum. Den wird er sehr wahrscheinlich auf das Ricky passen. Deshalb ist, glaube ich, hier das Beste, was ich machen kann, in Lando zu gehen. Und das gleich punishen. Also entweder er protected, ne, das ist die eine Option, beziehungsweise akzeptiert, dass er toxinisiert wird. Oder er versucht, Ricky hochzuheilen. Momentan würde ich eher sagen, er versucht, Ricky hochzuheilen. Oh, jetzt hätte ich super gerne, ja, Dösigkeit von mir aus, super gerne, dass, wundervoll, der Play geht auf, sehr gut. Jetzt hätte ich echt gerne, dass, wie heißt es? Den Schwertanz auf meinem Lando. Weil dann hätte ich gegen dieses Lickitung einfach gesetupt und hätte EQ gedrückt. Boah, hätten wir gegen den gesetupt. Oh, Freunde, das wäre so lecker gewesen. Haben wir allerdings nicht, deshalb ist das egal. Ricky ist damit wieder komplett voll. Das ist eher semi-geil. Dadurch, dass Lando aber auch noch wie eine 1 hier steht. Und jetzt sowieso, weil jetzt gar kein Switch mehr da ist. Außer es kommt noch ein Airballoon Aggieslash, ist hier kein Switching mehr vorhanden und es ist nichts mehr sicher. Wir töten hier wirklich im Endeffekt alles mit dem.
Schlurbleck kommt da nicht mehr rein. Es kommt gar nichts mehr eigentlich rein. Eigentlich ist Demeteros hier an dem Punkt einfach krank. Krank ist der. Der ist krank. Ich drücke nur noch EQ mit dem. Mehr werde ich nicht mehr mit dem machen. Außer es kommt auf eine ganz komische Situation an, wo ich... Ah, er ist auch mal aufgetaucht. Glückwunsch, Kapuriki. Haust mir 50% rein. Ist ein bisschen nervig, aber hey, damit leben wir einfach. Und EQ kommt... Oh, eine Sugarberry. Okay. Ich weiß gar nicht. Rettet die ihn? Ziemlich sicher rettet die ihn. Ja, und wie die ihn rettet. Gibt allerdings trotzdem keinen Grund für mich, nicht einfach nochmal EQ zu klicken, bin ich ehrlich. Also gibt halt wirklich keinen Grund, nicht einmal jetzt nochmal dick das Erdbeben rauszuhauen. Hallo? Oh mein Gott, ich dachte gerade ganz kurz. Es ändert ja an der Situation im Endeffekt nichts. Plus, Porygon Z killt den jetzt auf jeden Fall. Außer natürlich, er kriegt nochmal den Wish. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es nicht zu dieser Situation kommt. Ich kann mir vorstellen, dass Ricky jetzt einfach Zauberschein klickt. Ist nicht mal so unwahrscheinlich, wobei ihm dann eigentlich das Mon fehlt, um Milotic zu töten. Heißt, eigentlich müsste er jetzt wechseln, wollte ich gerade sagen. Und ich weiß nicht genau, King, das ist wahrscheinlich Incineroar? Nee, ist Aegislash. Wie viel macht das? Der kann ja kein Dings mehr haben. Der kann keine Sugarberry mehr haben, das heißt, ich glaube, zweimal EQ sollte reichen. Solange Weakness Policy jetzt nicht triggert, ist auch alles gut. Die Weakness Policy triggert. Okay, das ist actually ein kleines wenig nervig, weil ich jetzt an dem Punkt schauen muss, wie viel Shadow Sneak macht. Weil das gefällt mir wiederum gar nicht. Wobei, wenn Aegislash weg ist, haben wir eigentlich die Möglichkeit auf plus 2. Ich denke nicht, dass Shadow Sneak mich hier rausnimmt. Ja, wobei, also Shadow Sneak ist schon sehr nah dran, mich rauszunehmen, muss ich sagen, auf meinem Lando. Wenn er keins hat und einfach speziell ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass er King's Shield SD oder sowas spielt. Was mich aber wundern würde mit Weakness Policy. Wir drücken einfach EQ, weil wenn Aegislash weg ist, hat wiederum Porygon Z einen riesen Vorteil. Das nehme ich auch und dann kann ich einfach Tri-Attack klicken und meine Welt ist ein bisschen schöner. weil wir dann einfach damit blind Damage drücken können und das ist eigentlich sehr geil. Wir haben auch immer noch Drapion für Coco in der Hinterhand, deshalb ist das okay, der drückt nicht mal Shadow Sneak. Das ist natürlich ein Traum. Ich weiß nicht genau, wen er jetzt reinschicken will, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe jetzt noch nicht ganz, wer ihm jetzt den, also wer da jetzt reinkommen kann, dass es besser wird. Ich meine, Konter Licky Licky ist eine Option. Aber ich sag ehrlich, ich drücke jetzt auch gegen den einfach EQ. Ich glaube, ich drücke jetzt einfach gegen den EQ. Weil ich habe keinen Bock, dass der sich nochmal hochheilt. Ich weiß jetzt nicht, wobei wir können einmal gucken. Wie viel HP kommt ein Licky Licky? Wenn er Max HP ist, 424. Wir machen dem so circa 40%. Das heißt, wir sollten eigentlich den Konter überleben, der jetzt kommt, wenn er kommt. Eigentlich sollten wir den leben. Wenn ich nicht dumm bin. Dann leben wir den. Und es kommt ein Wunschtraum. Oh mein Gott, Mo, bitte tu es nicht. Bitte tu es einfach nicht. Heil das Ding jetzt bitte nicht wieder mit Protect hoch. Weil dann schrei ich und kotze ich, glaube ich, einfach nur noch im Strahl. Ich gehe jetzt nochmal auf das Erdbeben. Weil... Kurze Huster, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe ihn rausgeschnitten. Ja. Ansonsten wäre jetzt Milotic hier reingekommen. Wir hätten Toxin gedrückt. Das wäre auch geil gewesen. Oh, Mo, warum tun sie dies? Ist die Frage, gehen wir einfach weiter auf EQ? Eigentlich muss er wieder Wish drücken. Wenn wir jetzt allerdings... Also, wir haben halt jetzt wieder Incineroar relativ... Lando T wieder fit, ne? Ich gehe jetzt auf eine Kehrtwende. Da war ein kurzer Voice Crack. Und werde mein Milotic reinwerfen und hoffen, dass wir das Toxin auf den Dümpel drauf bekommen. Damit wir einfach mehr Damage bekommen. Oder ich überlege gerade, kann ich sonst irgendwie offensiv nochmal eine Option machen? Ist Tri-Attack eine Option? Eigentlich nicht wirklich. Ja, es ist halt leider einfach Milotic. Es geht halt an dem Punkt einfach nicht anders. Es muss dieses Milotic rein und es muss einfach Toxin gedrückt werden. Es kommt sogar der Wunsch... Ja, nee, es kommt einfach der Wunschtraumpunkt. Wobei er jetzt wieder die Option... Jetzt hat er halt wieder die Option, in seinen Coco zu gehen, ne? Das bedeutet, ich werde es wieder versuchen. Ich werde wieder versuchen, das Coco zu predikten. Ich weiß, ich habe das davor schon gemacht. Aber ich versuche, dieses Match in irgendeiner Form voranzutreiben, indem ich Predicts mache, die uns auf jeden Fall auf Vordermann bringen. Ich glaube, es wäre eigentlich ein Fehler, von ihm jetzt in Coco zu gehen. Er geht auf Protect, okay. Boah, das Problem ist halt, sobald einmal Toxin auf dem landet, ist halt eigentlich auch
vorbei im Endeffekt mit dem. Weil dann kann er dieses Spielchen hier nicht mehr spielen. Und ich glaube, ich kann es mir auch erlauben, auf. Also, wenn Kapuriki reinkommt. Wir haben so viel KP wieder mit Lando, dass es komplett in Ordnung ist, wenn das Toxin erstmal nur auf Riki landet. Das wäre dann komplett okay. Wir haben ja auch die Tarnsteine draußen. Das heißt, immer wenn der reinkommt, wird er gepunished. Ich kann Milotic im Endeffekt immer gegen Licky Licky heilen. Warum sage ich immer Licky 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 Tang? Deshalb gehen wir jetzt auf jeden Fall in den. Oh mein Gott! Das ist ja bis hierhin. Also, es gibt hier alles. Es gibt hier defensive Kacke, es gibt hier Hex-Kacke, es gibt hier ganz viel. Heute gibt es eine große Bullshit-Parade, Freunde. Heute einfach einmal eine ganz große Bullshit-Parade zusammen. Ist doch eine tolle Sache, oder? Eben, man liebt's. Also, wie gesagt, Toxin ist, denke ich, hier der Play. Selbst wenn Rick hier reinkommt, meine Nerven, dann ist ihm jetzt einfach so. Wir werden dann einfach wieder Lando reinschicken, dann wird wieder EQ gedrückt, dann wird wieder U-Turn gedrückt. Und an irgendeinem Punkt kann dieses Ricky das nicht mehr machen. Wir haben auch immer noch Drapion. Ich will halt Lando nicht verlieren, weil ich damit noch auch Fuego töten kann. Wobei wir im Endeffekt so spielen, dass ja auch Milotic am Ende da ist. Ja, jetzt macht er natürlich den Switchout, aber ich habe ja schon gesagt, es ist okay für mich. Der hat keine Heavy-Duty-Boots. Und er hat sich Bedroher getraut, nicht schlecht. Hat er jetzt das Lando-Predict? Oh mein Gott, 90% Trefferchance. Ich pack es nicht. Wusstet ihr, dass die Attacke Toxin tatsächlich eine Genauigkeit von 90% hat? Ja, man merkt es in dem Kampf gar nicht. Aber das ist eigentlich eine recht hohe Zahl tatsächlich. So, wir gehen auf Siedewasser. Gibt nicht wirklich einen Grund, was andere... Boah, macht das wenig, der ist irgendwie... Junge, Junge, Junge ist der. Wie viel Film macht Dark Lariat? Das macht 308. Ja, macht gar nichts, okay. Ist wirklich nichts, was mir Angst macht. Ich gehe einfach wieder auf Siedewasser. Ich mach mit Siedewasser eher Protect als mit, Progress meine ich, als mit allen anderen. Wunderbar, nochmal guter Damage. Er geht wieder auf den Dark Lariat. Ja, ich werde halt jetzt wieder Recover klicken, ne? Ich weiß nicht genau, warum er in diesem Matchup unbedingt drin bleiben will. Ob er mich irgendwie auf Recover forcen will, weil von meinen AP her kann er noch nichts reißen. So viel kann ich Mo verraten an der Stelle. Jetzt wird halt wahrscheinlich Ricky kommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihm das so viel gebracht hat. Ich weiß gar nicht, in welcher Range Incineroar gerade ist. Ob der gewinnen würde oder nicht. Ich wechsle halt auf jeden Fall wieder in Lando T, denke ich. Und dann gucken wir mal, wenn er die Elektroattacke drückt, dann läuft es gut für mich. Weil ich werde jetzt hier nicht mein Milotic risken. Also ich werde jetzt hier nicht auf irgendwie den Risky Boss machen und mir denken, ach komm, jetzt machen wir es doch mal richtig spannend und hier direkt reinscheißen. Ich werfe da einfach mein Lando T rein und wenn er die Elektroattacke drückt, dann sind wir aus diesem dreckigen Teufelskreis auch endlich mal draußen und ich wäre sehr dankbar darüber, muss ich sagen. Weil Lando T eigentlich alles, was jetzt noch irgendwie aufs Spielfeld geschickt werden kann, abschlachtet. Außer halt das Licky, Licky, Licky. Mein Gott, der lebt mir schon so. Ich habe mir noch gedacht im Teambuilding, der wäre actually ein bisschen Naturzorn, okay. Wäre actually ein bisschen nervig, wenn der kommt. Solange ich Beulenhelm Milotic habe, ist aber alles gut. Solange ich eigentlich Cinder Ace und Porygon Z habe, ist auch alles gut, weil ich im Endeffekt dann gucke einfach, okay, ist er physisch oder speziell defensiv und ihn befeuere. Ich glaube aber tatsächlich, dadurch, dass er jetzt hier Naturzorn gedrückt hat, muss er wieder einen Mon abwerfen. Das heißt, es wird wieder ein Mon an der Stelle weniger. Und dann ist maybe ab irgendeinem Punkt nur noch Ricky übrig. Klar kann er den immer heilen. Aber Ricky hat an dem Punkt noch gar keine Chance, irgendwie mit Dazzling Beam was zu killen. Und Porygon Z war auch noch gar nicht auf dem Feld. Der hat auch noch nicht mal eine Tri-Attack an dem Punkt abgefeuert. Deshalb, wir gehen hier ganz gediegen auf das Erdbeben. Aber ganz gediegen. Weil, wie gesagt, er hatte ja keinen Switch hin. So, es gibt nicht irgendwie einen Grund. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, auf wie viel HP Licky Licky ist. Ich glaube, den hatten wir aber auch angechippt. Und das ist sehr gut, weil da kommt auch nochmal ein Tarnstein rein. Und dann wird er wahrscheinlich auch mit von EQ rausgenommen. Das kommt davon, wenn die Leute denken, ich werde keine Tarnsteine mitbringen. Dann kommt AV Fuego. So, wundervoll. Ricky ist weg. Das ist eine super Sache nochmal für mich. Weil mir das noch ein bisschen öffnet, maybe ein Drapion mal reinzuschicken, auch wenn es nicht sein muss. Und einfach auf die Poison Jab Poison oder auf sowas zu gehen. Deshalb habe ich damit auch kein Problem. Ich überlege gerade, ob als nächstes Porygon Z reinwerfen einfach der Play ist. Und dann, glaube ich, werde ich das Licky Tongue einfach tricken. Der wird dann einfach getrickt und dann wird er auch nicht mehr irgendeine Kacke hier machen. Da habe ich nämlich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Da kommt jetzt die Kehrtwende, dann kommt der Trick und dann ist er auf einen Move gelockt und er kann nicht mit Wish Protect oder so eine Kacke mehr agieren. Und macht dann entweder keinen Angriff oder irgendwas. Und damit sollte jetzt wirklich Schicht im Schacht dann sein. Weil
damit sollten wir eigentlich alles ausgehebelt haben. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, was noch groß... Also, ich kenne ja fast alle Moves. Gut, von Incineroar habe ich halt keine Ahnung. Aber, ja. Wir schicken den Cookie rein, weil ich habe keinen Bock jetzt, Toxin runterzuspielen und sowas. Weil ich kann ja einfach auf Trickbetrug gehen, gucken, was er macht. Maybe drückt er sogar Konter. Er geht auf Geowurf. Das ist okay für mich. Soll er machen, macht halt die 100 KP. Damit lebe ich. Trickbetrug, so. Und dann kann er nur noch einen Move klicken. Und dann kommt eigentlich jetzt an dem Punkt Milotic rein. Und dann ist auch alles gut. Beziehungsweise ich kann sogar eine Triplette abfeuern. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen jetzt auch nochmal das Item, was wir, glaube ich, hier kriegen können. Die Rospebeere, Antikampfbeere, das dachte ich mir. Ja, und der kann jetzt gerne so viel Wunschtraum erstmal drücken, wie er möchte. Solange er Spaß dabei hat, wenn das so ist, dann ist dem so. Ich weiß nicht, ob die Tri-Attack an dem Punkt ausreicht. Wir werden auf jeden Fall mal eine abfeuern. Und danach werde ich halt im Milotic gehen. Weil an dem Punkt kann Licky nichts mehr machen. Und wir mussten halt dieses Porygon Z in der Hinterhand behalten. Ich weiß, Drapion und so, ne? Wäre auch noch da gewesen, dadurch, dass Drapion aber ein bisschen gechippt ist, hatte ich keine Lust, dass ich jetzt potenziell einen Miss riskiere. Dementsprechend ist das relativ schwierig. Deshalb Tri-Attack, bum bum bum, gib ihm. Macht das. Macht sehr guten Damage. Er geht halt wieder auf Wish. Damit leben wir dann jetzt einfach. Und wird halt voll hochgeheilt. Ja, wobei wir können sogar jetzt, glaube ich, in Twix gehen. Wir können sogar in Twix gehen und einfach Turmkick drücken. Nevermind. Wir können eine offensive Variante wählen. Beziehungsweise sogar den Pyroball. Wobei, eigentlich kann ich auch einfach einmal Turmkick klicken. Der kann ja nur Wunschtraum klicken. Ich brauche davor keine Angst haben. Der kann wirklich nur Wunschtraum klicken. Was anderes funktioniert hier nicht. Turmkick natürlich. So, maybe nehmen wir ihn damit sogar direkt raus. Er ruft sogar nochmal zurück. Oh mein Gott, Mo, wieso? Wieso tun sie mir das an? Bitte hitte deinen High Jump Kick, bitte. Ich bitte darum. Mach, dass es jetzt nicht noch länger dauert, Cinderace. Bitte, weil ich glaube, wir haben das eigentlich. Okay, wir hitten den High Jump Kick. Damit sollte das Ding jetzt gegessen sein. Weil Incineroar ist weg. Das heißt, wir U-Turn jetzt nochmal. Gehen dann in Porygon Z. Und dann drücken wir einfach Tri-Attack. Und ich hoffe, Mo entscheidet sich jetzt dazu, auf Geowurf zu klicken. Beziehungsweise wir gehen, glaube ich, sogar in Milotic. Und spielen das ganz, ganz sicher runter. Weil ich will jetzt nicht nochmal unnötig Differenzpunkte oder sowas verlieren. Weil das ist eine Sache, die ich einfach nicht... Das muss nicht sein. Wenn man das jetzt schon nutzen kann, dann nutzen wir das. Deshalb, glaube ich, gehe ich sogar einfach in meinen Milotic und drücke jetzt einfach Siedewasser. Weil das können wir ja in aller Seelenruhe machen. Konter kommt sogar. Okay, dann kriegt jetzt Milotic den Kill. Von mir aus. Hat sich Milotic verdient. Milotic hat einen guten Job gemacht. Und Name ist GG an Mo. Naja, was heißt GG? Also das war ein Game, das würde ganz anders laufen, wenn wir nicht jeder von uns rumgehext hat. Vor allem ich rumgehext hätte. Also was heißt rumgehext, ne? Halt einfach arsch viel Glück gehabt hätte. Dementsprechend gewinnen wir Spieltag 1 mit durchaus viel Glück. 5:0. Es hätte sehr viel anders ausgehen können, muss man sagen. Ich meine, wir waren in einer... Nee, eigentlich kann ich auch nicht sagen, wir waren in einer guten Position. Weil an dem Punkt, an dem Latias gekrittet war, komplett anderes Match. Einfach komplett anderes Match. Ach du Kacke. Und jetzt gegen Ende wurde es halt recht defensiv, weil ich gemerkt habe, okay, das kann ich ab einem gewissen Punkt safe runterspielen. Dadurch, dass Ricky auch gefreezed war und ich mit dem Freezes Glück hatte. Deshalb, ich denke, wir haben an dem Punkt alles richtig gemacht. Ich habe auch mein Verlangen... Ne, gestillt in Form von ich habe nicht zu schnell gedrückt, also mein Wunsch, nicht mein Verlangen, ich weiß nicht, was ich hier laber. GG trotzdem an Mo, war trotzdem ein cooles Eröffnungsmatch, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf wieder. Bis dann und ciao, bye bye!